Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Würzburger Griller. Heute gibt es bei mir Dutch Oven Brot. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Ja, ich denke mal, der Teig, der kann sich sehen lassen. Sieht schon gut aus. So, jetzt heizt ihr mal schön euren Gasgrill auf 220 Grad hoch und den Dutch Oven tut er auch einstellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Gasgrill. So, ihr Lieben, machen wir mal auf. Jetzt können wir den Teig reinmachen. Ein bisschen Mehl rein. Kommt unser wunderschöner Teig rein. Kreuz. 20 Minuten schauen wir wieder rein. So Freunde, halbe Stunde ist rum. Jetzt schauen wir mal rein. Nächsten 25 Minuten auf 200 Grad, bitte. So, jetzt haben wir die Stunde erreicht. Schauen wir mal rein. Oh ja. Jetzt haut ihr den am besten nochmal auf 300 Grad hoch, nochmal für 5 Minuten und dann sollte das schon gewesen sein. Das Ergebnis zeige ich euch dann gleich. So, ihr Lieben, meine Frau schneidet jetzt das Brot auf und dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Na, ich denke, das lässt sich sehen. Also, bis zum nächsten Mal und noch schöne Ostern euch. Macht's gut, euer Würzburger Griller.